Das Schöne ist, Allah liebt denjenigen, der Tauba macht, der von seinen Sünden zurückkommt. Und das ist ein Hadith, den der Prophet sagt. Allah freut sich mehr über die Tauba, die Reue von einem, wie jemand, der sein Reittier verloren hat und es wiederfindet. Da gibt es eine Geschichte, die ist sehr interessant. Eine Person, ein Mann, der war in der Wüste gewesen. Und der Prophet gibt dieses Beispiel, Alayhi. Das sind diese Weisheiten, die wir, weil wir haben zwei Offenbarungen. Wir haben einmal den Koran und dann haben wir die Sunna. Und das sind diese schönen Weisheiten, die wir aus der Sunna mittragen. Der Prophet, Alayhi, erzählt die Geschichte von einem Mann, der in der Wüste ist. Und er legt sich unter einem Baum schlafen mit seinem Reittier oder unter einem Strauch, sowas in der Richtung. Und da ist, und wenn du mal in der Wüste gewesen bist, ja, ich war zum Beispiel in Somalia, in so Steppe, da ist gar nichts und es ist heiß. Wenn du dort vom Weg abkommst, bist du verloren. Guck mal. Auf jeden Fall, er wacht auf, das Reittier ist weg. Das Reittier ist weg und auf dem Reittier ist sein Proviant, sein Essen, sein Trinken, alles. Was heißt das in der Wüste? Das heißt, du wirst sterben. Und nicht nur sterben, du wirst auf gut Deutsch elendig verrecken, wirst du. Weil es wird zu heiß werden, du wirst verhungern, verdursten, in der Regel. Was ist, er legt sich hin, ist erschöpft, dann wacht er auf und das Reittier steht auf einmal wieder neben ihm. Und er freut sich so über das Reittier, dass er sagt, oh Allah, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Er verspricht sich vor lauter Freude. Aber er meint eigentlich. Allah freut sich mehr über die Reue von einem Diener und deswegen auch an alle Geschwister, die draußen sind. Weil der Scheitan hat zwei Hauptwege, wie er die Leute von der Religion wegbringt. Der eine ist, mach ruhig weiter. Der in die Herzen der Menschen einflüstert. Mach ruhig weiter. Allah ist vergebend, barmherzig. Wenn du irgendwann mal 95 Jahre alt bist, machst du die Hajj. Und der Prophet sagt, Hajj mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Die angenommene Hajj gibt keinen Lohn außer Jannah. Das ist der erste Weg. Der gibt dir Hoffnung, du wirst noch lange leben. Was ist die Gefahr hier? Keiner weiß, wann er stirbt. Wie oft hat man schon gehört, einer ist gestorben, Autounfall. Den hast du gestern noch gesehen. Ich habe damals erlebt, guck mal, du bist 18 Jahre alt. Ich habe damals einen erlebt, einen Bruder, der war 24 Jahre alt. Der war gesund, der sah gesund aus, wie du. Und dann ist er Fußballspiel gegangen, kam vom Fußballspielen wieder, war müde, hat Koran angemacht, sich hingelegt, eingeschlafen, Herzstillstand, nie mehr aufgewacht. 24 Jahre alt. Ein anderer Bruder, der war 24 Jahre alt, der, okay, da hat man noch ein bisschen mehr Zeit, der hat auf einmal Krebs bekommen. Eine ganz üble Sorte von Krebs. Möge Allah sich den beiden erbarmen. Was ich damit sagen will, ist, man weiß nie, wann der Tod kommt. Herzstillstand, Autounfall. Der zweite Weg vom Scheitan ist der, dass er sagt, und das ist hier für alle, die hier im Livestream sind, ist, dass er sagt, du bist sowieso zu schlecht. Allah wird dir sowieso nicht vergeben. Das ist noch schlimmer, weil dann zweifelst du an der Barmherzigkeit Allahs. Und guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. O meine Diener, die euch selber Unrecht getan habt. Wir können Allah nicht schaden, indem wir Sünden machen. Wir schaden nur uns selber. Denn alles, was Allah verboten hat, hat er verboten, weil er weiß, es ist schlecht für uns. Egal, ob wir das erkennen oder nicht. Allah sagt, Toha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. So, er sagt, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich, er ist der Vergebende, der Barmherzige. Hiermit ist gemeint, solange du lebst, vergibt er alle Sünden. Sogar Schirk.